Yo, yo, Rap-Outfit-Fans, hier ist wieder Armin von Immer Fresh und ich heiße euch willkommen zu unserem heutigen Video. Heute haben wir eine ziemlich coole Kollabo, wie ich finde. Gent featuring Kurdo mit ihrem Track 100k, der auf dem kommenden Album von Gent Kanun kommen wird. Amena Koyum, was geht eigentlich gerade ab, Alter? Wir gehen jetzt gerade auf die 15k zu. Digga, zu krank, Alter. Und ich lese auch immer eure Kommentare und wir freuen uns immer übelst heftig drüber. Ihr seid auf jeden Fall die krassesten. Und ich glaube, dass wir 2019 einiges reißen können. Immer fresh ist die Army, Leute. Bleibt stabil und wir legen los. Den Track haben sich auch sehr viele von euch gewünscht. Deswegen knallen wir ihn euch jetzt für euch raus. Ist auch cool, an so einem Wochenende, wo sehr viel melodisches Zeugs rauskommt, auch mal einen aggressiven Track zu hören. Alpha Music. Champions League, was für Oberliga. Cheer. Lass die Arschbacken wie dein Unterkiefer. Jen startet direkt krass rein und hier haben wir auch schon das erste Outfit und zwar den Nike Air Fleece Pullover in der Farbe Sepia Stone, den auch schon Capital Bra in Ich Liebe Es trägt. Findest du hier für ca. 65 Euro. Ziemlich nice, der kommt hier auch mit so einem Reißverschluss, da kannst du ihn an der Seite auf- oder zumachen. Jen hat ihn in dem Fall zu. Dazu rockt er eine Jogginghose aus der Nike Tech Pack Kollektion. Sieht man hier an dem Swoosh, was auch schwarz ist und leicht glänzt. Findest du hier für ca. 90 Euro, aber ich kann mir vorstellen, dass die Quali von der Jogger dafür übelst krass ist. Nur mit Großkaliber, drücke ab, keine Mimik wie ein Pokerspiel. Pau, Alter. Hier repräsentiert er die Brand von seinem Label-Oberhaupt-Kollega, Deus Maximus. Den Hoodie findest du hier für ca. 55 Euro. Erinnert vom goldenen Print auf schwarz so ein bisschen an Versace. Hat aber definitiv seinen eigenen Style und kannst du dir gönnen, wenn du die Jungs supporten willst. Die passende Jogger, die ein bisschen relaxed geschnitten ist, für ca. 60 Euro gibt's hier. Coole Kulisse, in der die das drehen. Sieht aus wie eine stabile Urbex-Location. Kurdo! Wen es interessiert, wo das Video gedreht wurde, es wurde in Mannheim gedreht, an der Neckarpromenade. Sieht man hier am Hochhaus, check hier. Kurdo kommt ja bekanntlich aus Mannheim und da repräsenten sie seine Hood. Cheer! Er brettert mit Kurdo nach Pristina. Pristina, wen es interessiert, ist die Hauptstadt von Kosovo und Gent ist auch Albaner. Hier haben wir direkt die nächsten Pieces am Start und zwar einmal der Adidas Originals Pullover, der sich dadurch kennzeichnet, dass er hier einen Seitenstreifen am Ärmel hat. Scheint nicht aus der aktuellen Kollektion zu sein, weil er in Shops kaum noch verfügbar ist, aber hier haben wir ihn hier gefunden. Kostet um die 85 Euro und sieht auch, wie ich finde, ziemlich lit aus. Geil finde ich es auch, wenn das Adidas Originals Logo klein wäre und hier auf der Brust. Ist aber Geschmackssache. Falls deine Größe nicht verfügbar ist, findest du weitere Shops, wenn wir sie finden, in unserem Artikel auf immerfresh.de. Zweiter Link in der Beschreibung und ansonsten haben wir dir das Piece auch in schwarz rausgesucht, da gibt es die meisten Größen noch. Ist ebenfalls dope. Dann, Kurdo kommt in einer gelben Downjacke, die von Wellenstein ist. Auch nur noch sehr, sehr schwer zu finden. Kostet ca. 260 Euro und wir haben die alle Shops, die wir gefunden haben, auf immerfresh.de zusammengestellt. Alternativ, deutlich günstiger, findest du diese Jacke von Urban Classics, die noch in allen Größen am Start ist. Und wem gelb bisschen too much ist, der kann sich hier auch die Jacke in Oliv, Rot oder Schwarz gönnen. Auf jeden Fall eine coole Anschaffung für den Winter. Zudem gibt es die Kurdo-Jacke, auch einmal in schwarz von Wellenstein und einmal in blau. Kostet ebenfalls ca. 260 Euro. Dann hier die Caps von den beiden Bras. Kurdos sieht man noch nicht so gut, aber die seht ihr dann später nochmal. Wir gehen sie trotzdem durch. Sind auf jeden Fall, ich würde sagen, die zwei klassischsten Cap in der Rap-Szene. Und zwar die Metal Swoosh Cap, die zum Beispiel auch in dem 187 Straßenbander Haifisch Nikes Outfit gerockt wird. Der Preisbereich liegt so um die 15 Euro und der Artikel ist hier erhältlich. Einmal in schwarz und einmal in weiß. Ich würde sie mir tatsächlich in beiden Farben holen, weil da hast du viel Kombinationsmöglichkeit. Und bei dieser Cap kann man wirklich nichts falsch machen. Zudem kommt der in Adidas D-Rupt Sneakern, die du dir hier zulegen kannst. Circa 110 Euro. Ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde die Sneaker nice. Aus Belgica, Slimani bis nach Trinica. Wenn es interessiert, Belgica ist die albanische Aussprache für Belgien. Slimani ist, soweit ich weiß, kommt Kurdo daher. Ist eine Stadt im Kurdistan, beziehungsweise heute Irak. Und Trinica ist eine Stadt im Kosovo. Zack, hier kommt direkt Kurdo rein. Er flext ähnlich wie in Wellow, eine Parajumpers-Jacke. Und zwar die Parajumpers Grizzly, die hier Leder aufweist und an den Ärmeln downen. Ist ein älteres Modell, was ursprünglich mal ca. 1000 Euro gekostet hat. Gerade ist sie reduziert auf ca. 700 Euro. Diese Line, Alter. Du willst die Schulden nicht bezahlen, doch dein Unterkiefer zahlt. Das ist ein richtiger Assi-Rap, muss man dazu sagen. Mir gefällt diese eine Line, wo Kurdo in der Hook nochmal Druck gibt und ein bisschen seinen Senf dazu gibt. Dicker, ficken deine Kreisliga, ficken dein Label-Boss, plus dein Scheiß-Feature. Mach den Beat. Kurdo, Alter. Ghetto, auch wenn es nicht passt. Scheiß auf Rap, solange die Schlampe für mich tanzt. Aus der Kotze kein Hype, keine Welle. Ich bleib da, schreibe Bars für die Brass in der Zelle.
Häng am Block ab, mein Style bleibt locker. Ob in Jeans oder Jocker, ob in Freeze oder Mock. Kodos Part kommt auf jeden Fall auch richtig druckvoll rein. Und ich habe ja schon in einem der letzten Videos gesagt, dass ich's feier, dass Deutschland immer vielfältiger wird. Und Kodo ist auf jeden Fall einer derjenigen, die der Street-Attitüde treu bleiben. Sonnenbank mit dem Schieber rein und mach ein Sandwich mit deiner Schwester auf Kabine 3. Du willst chillen, wir schicken dich zum Zahnarzt. Du kriegst aber ganz vom Mordi und ein Heike vom Albaner. Wow. Sind wie dein AIDS-Test. Rapper machen Ansagen über Telefon wie Rachmas aus Basechat. Hier sieht man seine Uhr. Die sieht man an kaum einer Szene richtig gut. Das Ganze haben wir für euch nochmal genauer unter die Lupe genommen. Und zwar hat seine Uhr, wie man hier erkennt, ein Jubilee-Armband und ein helles Ziffernblatt. Und rein zufällig rockt Gent in Paramani, wo du übrigens die Outfit-Analyse sowohl auf immerfresh.de als auch als Video auf unserem Kanal findest, auch so eine Rollie. Und keine Garantie für diese Aussage, aber es könnte natürlich sein, dass sie einfach für den Videodreh die Uhren getauscht haben. Eine Rolex in dieser Art gibt's hier, kostet natürlich ca. 30.000 Dollar, weshalb wir dir hier noch ein Piece von Psycho verlinkt haben. Ist halt auch eine Premium-Alternative, weil sie ca. 105 Euro kostet, wurde aber aufbestellt und hat eine gute Quali. 100 Riesen, damit wir nie wieder fliegen müssen. Kurdo-Gen-Generation, Satellitenschüsse. Die Line fand ich richtig geil. 100 Riesen, damit wir nie wieder fliehen müssen. Die haben es halt beide, wie die sagen, von unten nach oben geschafft. Und darüber rappen die. Die Attitüde gefallen mir. Ich kam von der schiefen Bahn zu 100 Riesen, bra. Was sind 100 Riesen, bra? Bra. Der Beat ist auch richtig nice. So ein bisschen orientalisch angehaucht. Und dann kommen wieder so dü-dü-dü-dün. Und dann dü-dü-dü-dü. Gefällt mir sehr gut. Und an dieser Stelle, falls ihr Gent supporten wollt, holt euch sein Album Kanun. Heißt, soweit ich weiß, auf Albanisch sowas wie Gesetz. Kommt am 15. März 2019 und wird, so wie ich glaube, eine Mischung aus aggressivem Street-Rap und melodischen Hooks, weil das kann Gent ziemlich gut und ich find's ziemlich nice. Inshallah ist AZ mit drauf, aber wir werden sehen. Okay, Leute, it's time for the outro. Falls ihr es noch nicht getan habt und dieses Video feiert, abonniert hier unseren Channel und checkt auch hier und hier zwei aktuelle Videos ab. Wir freuen uns krass über euren Support und wir vernachlässigen ziemlich viel, vor allem an den Wochenenden, damit wir den Shit für euch an den Start bringen. Aber wenn ich dann so Kommis sehe, die ihr alle droppt, Alter, dann merke ich, fuck, Alter, ich mach das richtig, richtig gern und immer fresh Platz ins Game wie eine Granate. Ihr wisst Bescheid. Macht euch noch einen geilen Tag und wir sehen uns gleich im nächsten Video. Peace out.